Na, weißt du, die sieht aber cool aus, wenn man so eine Gitarre so die ganze Zeit so. Okay. Wo es alle so drüber liegt. Okay. Ach nee, das sieht man Johann nicht. Ha! Ha! By the way, mit Gitarre. So. Hallo, Freunde! Hallo! Wir sind zurück. Wir dürfen feierlich verkünden, dass wir auch im Jahr 2019 hier am Start sein werden. Wir haben viele Pläne. Viele. Ja. Sehr viele Pläne, ja. Sehr, sehr viele Pläne. Also vielleicht ziehen wir uns dieses Jahr musikalisch ein bisschen zurück. Oh. Zumindest auftrittsmäßig vielleicht. Ja. Das wissen wir noch nicht, weil wir haben viel vor. Unter anderem haben wir vor. Wir werden ein eigenes Zelt auf dem Kirschfest haben. Unter dem Namen Jungzelt! Genau. Jetzt und wem verdanken wir das? Ricardo. Ja. Unserem Best Buddy. Ricardo. Unserem Mentor. Ja. Und da haben wir mega Bock drauf, wir dürfen das Programm organisieren. Wir dürfen sämtliche Acts organisieren, beziehungsweise haben wir eigentlich schon sämtliche Acts organisiert. Aber ihr seid natürlich auch gefragt. Weil es soll ja für die Jugend sein, wir dürfen natürlich, die Jugendlichen dürfen natürlich noch abstimmen und sagen, worauf sie Bock haben. Und wir werden ein zweites Projekt beginnen. Mit unserem DJ Andrea. André. Mehr werden wir dazu nicht sagen, weil das wird die Überraschung des Jahres 2019. Oder vielleicht auch 2020. Ihr dachtet 2018 ist krass. Ja, ja. 2019. Und 2020 wird das richtig krass, weil 2019 wird nochmal ein richtiges Planungsjahr. Deswegen auch so wenig Auftritte. Genau, ehe wir 2020 dann alles rausballern, was wir haben, nämlich das neue Projekt natürlich, was dieses Jahr anläuft. Wozu wir vorher nichts verraten werden, es wird dann einfach nur plötzlich da sein. Warum? Weil es uns Spaß macht. Und wir werden unser erstes richtiges Album aufnehmen. Alter! Und wo werden wir das aufnehmen? Ja genau, nämlich nicht auf konventionelle Weise, sondern wir werden unser eigenes Tonstudio bauen. Damit wir frei experimentieren können und so viel Zeit lassen können, wie wir wollen. Ja. Hast du noch was zu sagen? Ich hab nicht mehr zu sagen. Ich hab wenig. Genau, also dieses Album wird richtig reinballern. Wir sind schon voll am Schreiben und deswegen wollten wir uns dieses Jahr auch ein bisschen im Proberaum so zurückziehen. Das wird also eine Menge Arbeit für uns werden. Also auf dem Kirschfest seht ihr uns natürlich selbstverständlich. Mit einem eigenen Zelt. Mit einem eigenen Zelt natürlich. Und ja, seid nicht allzu traurig, auf ein paar Festivals werden wir schon spielen. So ein paar kleinen, also so ein paar kleinen Sachen. Ja. Wir werden uns natürlich weiter intensiv für die Krebshilfe arrangieren. Wir wollen jetzt auch dementsprechend erweitern, dass wir noch mit Fotografie eventuell noch anfangen, um ein schönes Komplettangebot zu bieten. Hochzeiten dürfen auch nicht fehlen, da haben wir eigentlich auch mega Bock. Also es gibt viel, viel zu planen, viel, viel zu machen. Ja. Aber so richtig mit Auftritten geht es erst wieder 2020 los. Seid nicht traurig, das Jahr geht schneller rum, als ihr denkt. Ihr werdet natürlich etwas von uns hören. Genau. Wir haben uns trotzdem noch. Ja. Wir werden Sommer lieb haben. Und da das Weihnachtskonzert dieses Jahr, letztes Jahr so erfolgreich war, wird es das natürlich dieses Jahr wieder geben. Ja. Weil das war schon mega krass. Wir haben viel Geld zusammengekriegt, konnten 150 Euro an Clemens spenden. Das ist krass. Und wir freuen uns auf dieses krasse Jahr, welches jetzt zur Vorbereitung dient für das krasseste Jahr, was immer kommen wird. Ja. 2020 und 2019. Geht's schon mal richtig gut los. Wir freuen uns. Wir haben mega Bock. Und warum kam jetzt so lange nichts von uns für dich? Wir haben Klausur. Und was haben wir? Wir studieren und haben Klausuren. Und was haben wir noch? Ein schlechtes Gewissen. Ja. Und wenn die Klausuren vorbei sind? Haben wir kein schlechtes Gewissen. Und dann können wir wieder nochmal leben. Ja. Selbst wenn wir abkacken, das schlechte Gewissen ist. Ja. Das ist wirklich so. Und deswegen folgt uns auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, sodass wir ganz schnell berühmt werden und nicht mehr studieren müssen oder noch Musik machen können. Da hätten wir mega Bock drauf. Ja, drauf. Helft uns dabei. Und natürlich mehr Zeit mit unseren Fans haben. Ja, genau. Ja. Das ist ganz wichtig.
Das Album oder unser Tonstudio bzw. das Album werden wir eventuell über Crowdfunding finanzieren. Merkt euch das schon mal vor. Da sind wir wieder auf euch angewiesen. Auf unsere Superfans. Und ich würde sagen, bis dahin euer Lieblingstrio? B87. Ich muss schon mal aufräumen, ich mache nächstes Mal Donnerstag. Was machst du? Nächstes Mal Donnerstag räume ich ja nochmal kurz. Mir sieht auf, dass das neue Jahr richtig gut starten kann. Also kann man ja nicht irgendwie arbeiten. Muss mal rumzoomen. Okay, warte. Dass man so nicht arbeiten kann, dass das eigentlich schon peinlich ist. Aber wenn wir es echt zeigen, ja. Na klar. Wir sind real, meinst du? Ey, wir sind voll real. Wir sind voll nahbar und real. Und also Leute, wir sind richtige Messies. Naja, also, es war ein Weihnachtskonzert, ja. Ohne Spaß, wir sind wirklich Messies. Wir sind geknallt und dann... Die ist frisch. Ja, die sind frisch. Draußen sind aber noch alte. Naja, draußen sind wir. Da sind wir nicht. Draußen? So real. So real sind wir doch nicht. Das machen wir erst bei 100.000 Likes. Ne, ich muss immer aufräumen. Ja. Ich hab da immer ja meine Fuß. Das muss raus. Das stoppen ja meist. Die Racks. Hm. Die müssen irgendwo runter aushaben.